Das ist das letzte Video in dieser Woche. Ja, und wie bereits angekündigt, in einem vorherigen Vlog aus Detmold, auch für diesen Monat. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich möchte euch mal was sagen, und zwar geht es um meine Hüfte. Ich hatte ja in Lagomeda immer wieder so Schmerzen im rechten Oberschenkel. Und bevor ich nach Lagomeda ausgestiegen bin, mit meinem Sohn zusammen, dachte ich ja immer, das käme von dem nicht mehr vorhandenen Schleimbeutel. Also dass das vielleicht Phantomschmerzen sind. Dem ist aber nicht so. Ich war nämlich mittlerweile bei einem Orthopäden in Detmold und der hatte mich untersucht und auch das Becken und den Rücken geröntgt. Und dabei hat er festgestellt, dass ich in der Hüfte beidseitig Arthrose habe. Auf der linken Seite nur ganz leicht und auf der rechten Seite stärker. Deswegen tut es eben auf der rechten Seite oft sehr weh. Und des Weiteren hat er noch gesehen, dass ich Skoliose im Rücken habe. Das gleiche hat eine meiner Töchter auch. Das kommt durch eine Schiefstellung, also vom gesamten Körper, sage ich mal. Ja. Früher habe ich da was Spezielles für, also spezielle Anwendungen dafür bekommen. Einmal bei einem Orthopäden und das andere Mal, das war privat, bei einer Masseuse, und das hatte beides sehr gut geholfen und das wollte ich gerne wieder bekommen. Das gibt es aber in Detmold nicht und deswegen meinte der Orthopäde zu mir, es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar in Bad Meinberg. Zu der Zeit habe ich ja noch nicht hier gewohnt. Dort hat es unter anderem ein Hallenbad. Und dort wird auch spezielle Gymnastik, also ja im Wasser, Wassergymnastik angeboten. Und sobald dieses Hallenbad wieder öffnet, denn das hat schon seit längerem wegen Corona zu, verschreibt er mir für ein Jahr diese spezielle Wassergymnastik. Ja, das fand ich ja ganz nett, aber das hat mir halt bis jetzt nicht geholfen. Klar, weil das ja die ganze Zeit geschlossen hat. Ja, deswegen habe ich mit einer Frau gesprochen, also die mir immer zwischendurch hilft bei verschiedenen Dingen, ob sie sich mal für mich erkundigen könnte, ob es hier in der Nähe halt in einer anderen Richtung, es gibt ja auch noch Richtung Dortmund oder Richtung Bielefeld oder sonst wo, gibt es ja auch noch Orthopäden und dergleichen, ja, ob es dort vielleicht sowas gibt. Und das hat sie auch gemacht für mich und sie ist tatsächlich fündig geworden. Also es gibt das einmal direkt in Dortmund, ja, von da komme ich ja. Also da habe ich ja zuletzt in Deutschland gelebt, bevor ich mich nach Lagomera aufgemacht habe. Und das wäre aber zu weit weg. Das ist mindestens 2 Stunden mit dem Zug entfernt. Oder in Bielefeld. Ja, und das ist nur ja eine knappe Dreiviertelstunde mit dem Zug entfernt. Und das werde ich dann demnächst anstreben, damit das endlich mal besser wird. Ja, das wollte ich mal klarstellen. Ja, dann nehme ich euch jetzt mal kurz mit in mein neues Bad. Dort hat sich nämlich etwas geändert, beziehungsweise ich habe etwas geändert. So, in dem Badezimmer war ja bisher an den Fliesen, waren ja solche Aufkleber von Nemo oder wie der heißt, der kleine Fisch aus der Serie. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, denn ich finde, die Fliesen hier sehen sehr edel aus. Ja, und diese Aufkleber fand ich dann
echt kitschig dazu. Ja, und deswegen habe ich es nochmal versucht und habe eine Lösung gefunden mit dem Fingernagel. Es war sehr aufwendig. Wir haben danach auch total die Finger wehgetan. Aber wer hartnäckig bleibt, erreicht was, wie man sieht. Ja, hier war ja einiges dran. Das ist jetzt weg. Und dann hier. Finde ich echt viel schöner so. Und auch hier beim Waschbecken waren hier noch zwei kleine, so wie so Wasserbläschen. Und da hinten auch. Die habe ich auch entfernt. Außer bei der Dusche. Da sind sie besonders hartnäckig. Da habe ich hier oben war noch ein großes, das habe ich auch schon abgekratzt. Da siehst du aber noch die Rückstände. Ja, und hier unten, die Qualle ist immer noch da. Aber gut, ich habe ja hier den schönen Vorhang, den Duschvorhang. Den hänge ich sowieso tagsüber immer davor. Und dann sieht das ja niemand. Von daher, ja, finde ich das jetzt nicht so schlimm. So, dann möchte ich euch noch was zeigen. Ich bin jetzt hier in meinem Wohnzimmer, also Wohn-Schlafraum. Hier hat der Vermieter mittlerweile noch zwei, dreimal diese komplette große Wand gestrichen. Da waren ja solche Flecken, die ich euch mal gezeigt hatte. Und die sind jetzt so gut wie weg. Also ein ganz klein bisschen scheinen sie noch durch. Aber ich denke, damit kann ich leben. Er hat mir allerdings auch von der Farbe noch was übrig gelassen. Und er hat so eine kleine Rolle und meinte zu mir, wenn ich möchte, kann ich beides haben. Dann kann ich an verschiedenen Stellen hier in der Wohnung noch nachbessern. Hier hat es nämlich noch an einigen Stellen Flecken oder Farbspritzer von den Kindern, was mir echt nicht so gefällt. Ja, und da werde ich dann mit der Rolle das in den nächsten Tagen mal noch bearbeiten. Dass es überall dann schön aussieht. Ja, und in der Roomtour ist euch vielleicht was aufgefallen, zumindest manchen von euch, als ich das Fensterbrett gezeigt hatte. Und zwar, Moment, muss man eben ein bisschen verändern. Seht ihr hier diese Wolle? Ja. Also das ist Häkelgarn, besser gesagt. Da habe ich mir noch eine passende Häkelnadel dazu gekauft. Ich mag ja in letzter Zeit so gerne lila, rosa, weinrot. Deswegen habe ich die mir in diesen Farben geholt. Denn ich möchte anfangen mit Häkeln. Also ja, das soll mein neues Hobby werden. Und ich möchte mir gerne einen Rock daraus häkeln, möglichst ganz ohne Anleitung. Ja gut, dieses Häkelgarn wird nicht reichen dafür, mehr habe ich nicht bekommen. Also zumindest von dem lila Häkelgarn nicht, da das leer war. Ich habe die letzten Rollen gekauft, aber ich werde einfach demnächst nochmal in diesen Laden gehen. Das war im Müller in Detmold. Und dann schaue ich mal, ob sie dann dieses Häkelgarn neu aufgefüllt haben. Ja, das wollte ich dir auch noch sagen, beziehungsweise zeigen. Ja, dann hatte ich mir anfangs für die Wohnung was Bestimmtes überlegt. Und zwar wollte ich gerne in dieser Ecke hier, also meine Yogamatte liegt jetzt dort am Anfang. Moment, ein bisschen verändern. Am Anfang lag sie in dieser Ecke, aber ich habe gemerkt, da kann ich nicht so gut schlafen. Ja, und diese Ecke ist deutlich kleiner, die finde ich viel gemütlicher. Ja, und da fühle ich mich geborgener und wohler. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir erst überlegt, als Couch sozusagen, also es wäre jetzt ja, wäre keine Couch, aber ich hätte es toll gefunden, eine Hängematte hier hinzuhängen.
Das kann man auch in der Wohnung machen, ne? Aber dann bräuchte ich spezielle, sehr große solche Haken, ja. Und erstens weiß ich nicht, ob das dem Vermieter recht wäre. Ja, und zweitens, ich selber könnte die wahrscheinlich auch gar nicht anbringen. Von daher bin ich davon wieder abgekommen. Ja, und jetzt habe ich die Idee, also jetzt wird die Seite hier, die Seite, wo die Couch hin soll, da möchte ich mir gerne, ja, mal sehen, möglichst gebraucht, eine lilane Couch zulegen. So wie im Ashram Yoga Vidya hier in Bad Meinberg. Da hat es in diesem großen Raum, wo ich immer das Internet nutze, hat es jede Menge lilafarbene Couchen. Also das Möbel an sich ist weiß und die Kissen sind lila. Das sieht so toll aus. Genau mein Geschmack. Ja, mal sehen. Und ich möchte diesen Raum und vor allem auch die Küche so sporadisch und minimal wie möglich einrichten. Aus mehreren Gründen. Das wollte ich dich auch noch wissen lassen. Da ich in Zukunft nicht mehr all eure Kommentare beantworten werde, das habe ich, glaube ich, auch schon in einem der letzten Vlogs angesagt, habe ich vor, zwischendurch auch mal wieder ein Q&A-Video zu drehen. Dazu hat mir auch eine von euch geschrieben, dass sie sich da sehr drüber freuen würde. Im Moment sind aber für mich noch nicht genügend Fragen von euch zusammengekommen, auf die ich ausführlich eingehen möchte. Deswegen warte ich da noch ein bisschen ab. Aber ja, sobald ich da genügend Fragen beisammen habe, wird dann das erste Q&A-Video aus Bad Meinberg erscheinen. Okay? Ja, was war noch? Dann habe ich eine Idee für meinen Hauptkanal. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit im Ashram Yoga Vidya dieses Buch geholt. Ja. Von Dr. D.C. Diabolis. 5x20 Jahre Leben. Die einfachen und wirksamen Behandlungsmethoden der Vermonter Volksmedizin, erprobt von einem erfahrenen Arzt, ein Ratgeber für alle, die bis ins hohe Alter jung und gesund bleiben wollen. Das ist ein ganz tolles Buch, sehr wertvoll. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen. Ich habe aber an verschiedenen Stellen schon mal reingeschaut und das, was ich bis jetzt gelesen habe, hat mich sehr begeistert. Deshalb ist meine Überlegung oder Idee, dass ich gerne in Zukunft auf meinem Hauptkanal sozusagen eine Lesestunde einrichten möchte. Das heißt, in diesem Buch hat es ja verschiedene Kapitel und dass ich dann immer in einem Video ein Kapitel daraus vorlese. Ja, ich kann dir mal einen Teil der Kapitel kurz sagen, worum es, also ja, was da steht. Zum Beispiel die Natur als erste Apotheke des Menschen. Das wäre zum Beispiel mal ein Punkt, finde ich sehr interessant. Was Tiere besser wissen. Dein Leben beginnt vor der Geburt. Auch spannend. Jeden die richtige Ernährung. Wie man seine Gesundheit prüft. Instinkte der Kindheit. Honig als Bakterientöter. Über den Wert der Algen. Und noch einiges mehr.
Ja, das klingt doch echt interessant und spannend. Findet ihr nicht? Ja, was würdet ihr denn davon halten, wenn ich, wie gesagt, in Zukunft immer mal aus diesem Buch eins dieser Kapitel, also sind noch mehr drin, vorlesen würde? Ja, ich denke, da können einige von profitieren. Gebt mir gerne ein Feedback hierzu, damit ich weiß, was ihr gerne möchtet. Ja, ich hoffe ja, dass das erlaubt ist, dass ich das vorlese in Form eines Videos. Aber ich habe gesehen, bei YouTube machen das auch andere teilweise, dass sie bestimmte Texte ablesen. Von daher denke ich, es ist okay. Und in dem Buch selber steht auch nichts davon drin, wie in vielen, ja, dass man das nicht vervielfältigen und dergleichen darf. Ja, ja, dann war es jetzt soweit. Dann geht es im Mai weiter mit weiteren Videos bzw. Vlogs. Und entweder starte ich mit einem What I Eat Today Video oder mit schönen Eindrücken von dem See hier in diesem Ort. Also wenn es in dieser Zeit ein sonniger Tag ist oder eine sonnige Woche, weil dann wirkt das natürlich besonders schön. Ja. Ihr könnt mir auch da gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber sehen würdet. Ein What I Eat Today Video als erstes oder eben Eindrücke von dem schönen See. Vielleicht nehme ich dann darauf Rücksicht. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch ein sonniges Wochenende und eine angenehme nächste Woche. Ja, und dann sage ich bis bald.